Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es ein Review zu der Exoschrotflinte bedingter Endgültigkeit. Wir schauen uns an, wo man diese Waffe herkriegt, wie man die Dropchance etwas erhöhen kann, was die Waffe für Perks drauf hat, also wie sie funktioniert. Dann schauen wir uns das Ganze etwas genauer im PvE an, dann im PvP und am Ende gibt es noch ein kleines nettes Easter Egg von der Waffe, was ich euch auch zeigen möchte. Ich würde aber sagen, let's go! Die Exo-Schrotflinte droppt im neuen Raid Wurzel der Albträume. Das heißt, wenn ihr den Endboss besiegt, habt ihr am Ende die Möglichkeit, dass die Waffe aus der Truhe am Ende rausdroppt. Zu dem Raid übrigens habe ich einen kompletten Guide gemacht, falls ihr da also einen Guide braucht. In der Infokarte ist das verknüpft. Nun eben, wenn ihr den Endboss besiegt habt und den Loot am Ende holt, dann habt ihr die Möglichkeit, dass diese Waffe droppen kann. Um die Chance etwas zu erhöhen, könnt ihr bei den Triumphen vom Raid selber, wenn ihr da reingeht, ja, da seht ihr, ihr habt die Möglichkeit, gewisse Sachen abzuschließen und das erhöht zusätzlich die Droprate im Raid, dann am Ende, wenn ihr den Endboss besiegt. Alright, schauen wir uns die Schrotflinte etwas genauer an. Zuvor ganz kurz eine Info, Magazin und Feuerrate werden hier übrigens falsch angezeigt, vermutlich ein Bug, sind nämlich 2 Schuss an Magazin und die Feuerrate ist etwas tiefer, das werdet ihr dann aber im PvP und im PvE Gameplay sehen. Nun fangen wir mit den Perks an. Als erstes haben wir hier verkürzter Lauf, erheblich verbesserte Handhabung auf Kosten der Reichweite und Stabilität. Als nächstes legiertes Magazin, erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist. Das brauchen wir auch, die Waffe ist sehr schnell leer, aber lädt dann auch dementsprechend schnell nach. Der Exo-Perk ist parakausale Schrotkugeln. Treffer mit fast allen Stasis-Schrotkugeln frieren Ziel ein. Das zeige ich hier mal ganz kurz. Wenn ihr also mit der Schrotkugel schießt oder mit der Schrotflinte schießt und fast alle Schrotkugeln den Feind treffen, dann wird der eingefroren. Und das zweite beim Perk ist, Treffer mit fast allen Solarschrotkugeln entzünden. Das Ziel gibt dann auch eine schöne Explosion, das seht ihr hier im Gameplay, das heißt der zweite Schuss, wenn ihr den raushaut, dann wird das Ziel angezündet, wenn fast alle Kugeln treffen, also Schrotkugeln, und da gibt es noch eine nette Explosion, schadenstechnisch auch ziemlich nice übrigens. Das heißt, erster Schuss Stasis, zweiter Schuss Solar und beide haben den Effekt drauf, wenn fast alle Kugeln treffen. Gut, dann haben wir texturierter Griff. Die Reibung des Griffes dieser Waffe ist besonders stark, erhöht Handhabungstempo deutlich, verringert Stabilität leicht. Der Perk ist ganz cool für PvP, weil wir doch sehr, sehr viel Handhabung drauf haben und das ist für eine Schrotflinte im PvP durchaus nice. Dazu kommen wir aber eben später noch ein bisschen genauer. Die Fähigkeit hier unten, 2 Läufe teilen sich Stasis und Solar auf, also den Schaden. Das haben wir schon gesehen. Ein Schuss, Stasis der erste, der zweite Solar. Gut, schauen wir uns das im PvE noch etwas genauer an. Denn die Waffe ist durchaus spannend. Gegen kleinere Feinde ist die Solarexplosion wahnsinnig cool. Ihr könnt also die Solarexplosion auf den Feind draufhauen. Er explodiert und ihr seht, in der Umgebung sterben die anderen auch noch, weil die Explosion auch dementsprechend groß ist. Gegen stärkere Feinde, also verlorene Sektorenbosse, Majors oder auch Champions, ist Stasis hier wahnsinnig nice. Ihr könnt einfach die Feinde einfrieren, dann mit der Solarexplosion den Schaden draufhauen. Ihr macht Stasis-Schaden, Solarschaden und Schrotflintenschaden, also die Waffe selbst an sich. Habt hier also eine gute Möglichkeit gegen kleinere Feinde und auch gegen Majors, Champions, Bosse im Allgemeinen, die einzufrieren sind und ihr so, ja, die Kampf untauglich macht und den Schaden dann nachträglich draufhaut. Schadenstechnisch schneidet sie eigentlich gar nicht so schlecht ab, weil sie aber eine Schrotflinte ist, sehe ich sie bei Bossschaden halt nur bedingt. Alles, was sich einfrieren lässt, ist ja klar, ihr könnt sie kampfuntauglich machen, aber die richtig starken Bosse, die sind eben nicht einfrierbar. Und da müsst ihr natürlich auch nah ran, weil die Schrotflinte eine kurze Reichweite hat. Es gibt sicher die eine oder andere Möglichkeit, wo man sie vielleicht einsetzen kann. Aber grundsätzlich eher Majors, kleinere Feinde, da kann sie glänzen. Da ist sie absolut toll zum Spielen. Also die Tests haben mir sehr viel Spaß gemacht für das Review hier. Gegen Champions, da gibt es 2 Champions, die sehr darunter leiden, wenn ihr die spielt. Das sind die Unaufhaltsamen und die Überladungs-Champions. Das seht ihr hier zum Beispiel. Der wird einfach gefroren, zack, Schaden, wieder gefroren. Also er wird immer kampfuntauglich gemacht und dann hauen die nachträglich den Schaden drauf. Ich glaube, das Prinzip dürfte klar sein.
Das funktioniert eben gegen Überladungs-Champions sehr gut, unaufhaltsam. Das heißt, im PvE ist das Ding wirklich cool zu spielen. Mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gegen die Barriere-Champions, ja, in der Theorie funktioniert, ich sag's mal so, in der Praxis hauen die Schilde zu schnell drauf. Aber auch hier, ihr könnt natürlich den Boss, also den Champion, einfach stunnen, indem dass ihr ihn einfriert, dann kann er sich nicht wehren. Von daher, also auch da durchaus zu gebrauchen. Gegen Champions und eben stärkere Feinde, die eingefroren werden können, wirklich Gold wert. Gut, bevor wir gleich zum PvP rutschen, noch die Information, ihr könnt den ersten Schuss mit Stasis kombinieren. Das heißt, das Einfrieren von Feinden funktioniert mit den Fragmenten, mit den Aspekten vom Titan, vom Warlock, vom Jäger. Das heißt, ihr habt da Kombinationsmöglichkeiten. Funktioniert alles, da kann man also coole Klassenbuilds machen und der zweite Schuss, der mit Solar funktioniert, der ist auch kompatibel mit den Fragmenten von Solar, mit den Aspekten von Solar, auch hier mit Titan, Warlock und Jäger. Ihr habt also Kombinationsmöglichkeiten mit dieser Schrotflinte, sowohl mit Stasis als auch mit Solar. So, dann PvP. Also, im ersten Moment bin ich mit der Waffe nicht so richtig warm geworden, lag aber wohl eher daran, dass ich nicht mehr so viel PvP spiele und wenn ich PvP spiele, eher mit dem Scharfschützengewehr. Grundsätzlich ist die Schrotflinte aber gut und absolut PvP-tauglich. Es ist jetzt nicht die Nonplusultra-Waffe, würde ich meinen, aber ihr könnt sie definitiv brauchen, also eine absolut solide Schrotflinte. Das Schöne daran ist, dass das Handling der Waffe wahnsinnig hoch ist, das heißt, ihr könnt die Waffen sehr, sehr schnell wechseln, sehr schnell auf und von der Schrotflinte wegwechseln und so habt ihr die Möglichkeit, einen Schuss mit der Schrotflinte zu machen, zu wechseln und direkt wieder weiter zu schießen mit der zweiten Waffe zum Beispiel. Man sieht es hier im Gameplay eigentlich auch. Es ist eine absolut, ich wiederhole es, solide Schrotflinte, die man im PvP brauchen kann und damit seine Kills macht. Die Fähigkeiten hier vom Frieren oder auch von der Explosion mit Solar, die funktionieren aber ja eher schlecht, weil es häufig so ist, dass die ein oder anderen Schüsse mal daneben gehen, also dass nicht alle Schrotkugeln treffen, sprich die Fähigkeiten kommen hier eher selten zu tragen, aber wenn sie zu tragen kommen, dann sind sie ziemlich cool, wenn der Feind eingefroren wird oder wenn er die Solarexplosion drauf hat, dann ja, ist klar, sind sie in der Regel weg. PvP-technisch also absolut zu gebrauchen. Und zu guter Letzt gibt's noch das kleine Easter Egg von der Waffe, denn wenn ihr mit der ersten Ladung schießt, also mit der Stasis-Ladung, dann seht ihr, ist es eine Pyramide. Das heißt, wir haben hier die Dunkelheit mit den Pyramiden, die mit Stasis gekoppelt sind. Und der zweite Schuss, der Solar ist, das ist ein Kreis, also ein bisschen wie der Reisende, rund. Und der Reisende hat uns ja auch das Solarlicht gebracht. Das heißt, hier haben wir bei der Waffe noch eine kleine, ja, ein kleines Easter Egg, dass der erste Schuss Dunkelheit ist, in Anführungszeichen, und der zweite Schuss Licht. Diesen kleinen Fun-Fact wollte ich euch nicht vorenthalten. So, das war es im Grunde genommen auch schon von dem Review zu der Schrotflinte. War nur einen kurzen, groben Überblick, dass ihr wisst, ob sie was taugt oder nicht, ob es sich lohnt, die zu holen oder nicht. Das könnt ihr jetzt selber abschätzen. Ob ihr sagt, hey, das Ding ist ja cool, das muss ich holen, da muss ich den Raid machen. Der Raid als Guide übrigens, immer noch in der Infokarte verlinkt, kommt dann auch hier im Abspann. Sehr gerne ein Like da lassen, Kommentar da lassen, ihr wisst, wie es funktioniert. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.